Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Gothic 1. Ja, wir sind noch einmal auf der Suche nach den Fokussteinen. Haben wir eigentlich ein Level gemacht? Das kann ich. Ja, ein Level. Wir brauchen diesmal ja drei Level, um die nächste Magiestufe zu erhalten. Ich bin gespannt, wie weit wir kommen. Am Anfang ist der Magier echt schwer. Ich habe mich mal so ein bisschen in den Foren mal eingelesen, was andere zu dem Magier sagen. Der Magier ist mitunter die schwerste Klasse, weil er anfangs wenig Schaden macht. Warum ich das auch nochmal nachgeguckt habe, ist... Moment, welche Steine haben wir noch nicht? Was haben wir denn da? Genau, die zwei Insektenlager fehlen uns noch. Dann teleportieren wir uns mal ins Insektenlager. Den Stein haben wir her. Sumpflager. Moment, ich mache ein bisschen leiser. Für mich ist es gerade ein bisschen laut. Ich weiß nicht, wie es für euch ist. So. Also, da wären wir. Genau, also der Magier ist tatsächlich der schwerste, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Das merken wir ja selber. Der ist, also so wie ich auch verstanden habe, und das stimmt, wir hatten das zum Glück noch nicht, aber ist auch der schwerste in Gothic 1, weil er, wenn er zaubert, unterbrochen werden kann. Das ist uns noch nicht passiert. Der einfachste ist, glaube ich, der würde ich jetzt mal, also das habe ich jetzt nicht gelesen, aber ich würde schätzen, ist der Bogenschütze. Den empfinde ich zumindest auch immer sehr, sehr einfach. Oh, da vorne geht das nicht weg. Jetzt geht's weg. Und der zweitleichteste ist, glaube ich, der Nahkämpfer. Vielleicht würde ich sogar den Nahkämpfer nehmen als leichtesten in Gothic 1. Beim nächsten Gothic weiß ich gar nicht, was ich machen werde. Also ich hätte Feuermagier gesagt. Ich habe mir überlegt, was für Klassen es da nochmal gibt. Ich habe mir gedacht, boah. Eigentlich wäre es schade, wenn man Magier wird. Es gibt coole Klassen dort. Alle drei sind geil. Deswegen. Aber klar wäre, für uns wäre es viel einfacher gewesen, wenn wir den Schwertkämpfer genommen hätten. Also, das war klar. Ich nehme den Kugelblitz, der Stunt wenigstens. Aber wie gesagt, es muss ja nicht immer der einfachste Weg sein, ne? Sondern der schönste Weg. Und ich finde die Zeremonie beim... Ja, da oben kommen wir, glaube ich, lange. Die Zeremonie beim Feuermagier ist am hübschesten. Also für mich jetzt persönlich. Oh, da vorne ist wieder so ein junger Bluthund. Oder was ist das gewesen? Ich friere den erstmal lieber ein. Einfacher. Hier sind viele Bluthunde, hä? Huh? Ah, der hat Bock auf mich. Genau, wir können gestunt werden. Also gestunt. Unsere Magie kann aufgehalten werden. Das ist genau das Problem. Ach nee, heilen wir jetzt auf 8, ne? Und wir haben vergleichsweise weniger Schutz. Ne? So, boah, ich weiß nicht mehr, wie man da genau hinkommt. Okay. Eins. Ja, das geht sogar. Das hält sich in Grenzen. Mana ist noch ein bisschen wenig. Hoppala. Ah ja. Ich glaube, wir sind da.
Zumindest sieht das gerade so aus. Ich speichere mal zur Sicherheit. Man weiß nicht, was... Gut, wir haben ein Problem. Wir haben keinen Hammer. Also, ich weiß es halt schon, der Golem ist für uns soweit recht unbesiegbar, wenn wir keinen Hammer haben. Na komm her. Ey, hör auf anzugreifen. Nein. Nein. Ach, komm schon. Ja. Ihr solltet mich aber heilen. Und ich kann gleich wieder... Wehe, vielleicht irgendwas... Ach komm. Oh, ein Raubenkraut. Hm. Wobei, die würde ich jetzt erstmal lassen. Wir haben ja noch ein bisschen Mana jetzt. Gucken uns mal um. Hier ist noch eine Höhle. Vielleicht finden wir hier irgendwas. Hier waren wir nämlich noch gar nicht. Weg mit dir, Kollege. Guti, das ist ja 600 Lotto gewesen. Das ist ein Turm. Okay. Weird. Nun. Aber ich glaube, das war das alte Lager, oder? Wir gucken ja ungefähr in die Richtung. Gucken wir mal, was wir hier so haben. Sesam, öffne dich. Was haben wir denn hier? Wir haben eine Spruchrolle, das ist doch schon mal was Schönes. Ach, guck mal, wir haben einen Hammer bekommen. Okay, sehr gut. Also dann haben die Entwickler daran gedacht, einen Hammer hier irgendwo zu platzieren. Wir gehen trotzdem noch ganz vor zur Ruine. Was haben wir doch bekommen für eine Spruchrolle? Feuerball. Okay, gut, brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht, Hammer. Okay. Aber wir gucken uns nochmal die Ruine an. Ja, genau. Hatte ich ja jetzt schon ein bisschen was erzählt. Ja, ich finde das sehr spannend, weil die Klassen sind sich halt wirklich unterschiedlich. Ah, oh, guck mal, da vorne ist ein Ork. Ist nicht so geil. Oh ja. Dem schadet's ordentlich. Er ist down. Aber ich brauche Mana. Und das ist halt auch so eine Sache, die bitter ist. Sag mal, ist der nass? Das wusste ich gar nicht, dass die nass werden mittlerweile. Hm. Wir haben Orks gesehen. Einen Ork. Ah, da ist irgendwas. Hier ist nichts. Nur mal kurz gucken, nicht, dass irgendwas durchgeklippt ist. Nein. Okay. Okay. Hier ist auch nichts. Dann würde ich sagen... Wir kehren mal... Ich hab gedacht, da hinten wäre was. Ist hier was? Ein Schalter? Für was? Oh, oh, oh! Oh, nee. Aber jetzt... Da sind wir ja schon mal gut reingefallen. Ging damit der Boden kaputt? Hier ist ein Trank, okay. Hier ist noch ein Trank, hier ist noch ein Schalter. Ah, hier geht was runter.
Das ist noch ein Schalter. Okay. Aha. Ist da sonst noch was? Hatten sich denn dieses Gerüst hier ausgeklügelt? Ah, das geht hoch. Okay, wir kommen hier auch wieder raus. Ich verstehe. Geht's wieder runter? Ja. Weil da können wir anscheinend nicht rein. Nicht hier, nicht hier. Sondern hier. Zur Sicherheit. Aber das sieht gut aus hier. Nein. Danke. Ich weiß nicht, wo ich mich hinstellen soll am besten. Nein! Och Gott! Manchmal, ohne Kack. Ich hab gedacht, ich muss mich irgendwo anders hinstellen, aber naja. Kommt er wieder runter? Ja, der kommt gleich wieder runter. Okay. Ich stell mich dann doch auf den Stein. So. Und jetzt bleiben wir hier auch stehen. Bis wir raus sind. Yes. Super. Super Ingo, nicht Diesel. Ach, das war diese Säule da. Verstehe. Okay. Da hinten ist die Treppe. Also, die Treppe, die... Ja, ihr wisst, was ich meine. So, jetzt muss ich auf den Hammer wechseln. Alpha, Beta, Gamma, du bist voll der Hammer, würde ich sagen. Da, ein Ork-Hammer. Oh, der ist sogar stärker als unsere Waffe. Na gut, dann behalten wir den. Den wir wohl damit verkloppen können. Orks? Nun. Ist doch schon mal schön zu wissen. Ich muss zugeben, bis hierhin... Also hier wird das Spiel so... Man wird so aus den Lagern gerissen. Man hat gar nicht mehr die Interaktion in den Lagern selbst. Und ein bisschen fehlt mir das sogar gerade, muss ich zugeben. Denn ich bin sehr gerne in den Lagern, aber ja. Also klar, ich kann ins alte Lager, aber was bringt mir das gerade? Kann ich den einfrieren? Weiß ich nicht. Nein, vergiss es. Und er kann zuhauen. Nein! Oh, okay, da hat hier gar nichts. Okay. Hab gedacht, da hat irgendwas. Lester. Willst du mich verarschen? Hey, was machst du denn hier? Ich bin im Auftrag der Wassermagier unterwegs. Ich suche magische Artefakte, sogenannte Fokussteine. Du bist auf der Suche nach den Fokussteinen? Das ist verdammt mutig. Saturas und die anderen Magier aus dem neuen Lager wollen damit die Barriere sprengen, die uns alle gefangen hält. Das glaube ich erst, wenn ich es gesehen habe. Das geht mir ähnlich. Aber erzähl, was führt dich her? Ich wäge gerade ab, ob es sich lohnt, der Festung einen Besuch abzustatten. Es gibt nämlich eine alte Urkunde, die ich gerne in meiner Tasche hätte. Andererseits ist es nicht ganz ungefährlich, dort hineinzugehen. Ja. Wie bist du eigentlich an dem wandelnden Steinhaufen vorbeigekommen? Ich habe einiges von den Gurus gelernt. Vor allem ihre Magie erweist sich immer wieder als sehr hilfreich. Was ist das für eine Urkunde, die du suchst? In dieser Bergfestung lebte vor vielen Jahren der Lehnsherr dieses Landstriches. Ihm unterstanden das Land und die Minen. Er hatte natürlich, wie jeder Adelige, eine Urkunde über den Besitz. Und die werde ich mir holen. Aber solange die Barriere uns gefangen hält, nützt sie dir gar nichts. Das stimmt. Aber wenn die Wassermagier es doch schaffen, die Barriere zu zerstören, dann könnte die Urkunde wieder einiges wert sein. Wir könnten die Festung gemeinsam erkunden. Ein guter Vorschlag. Geh du voraus. Ich bleibe in deiner Nähe. Okay. Gut. Toll, danke. Also, er will eine Urkunde, die nichts wert ist, damit, wenn sie später mal was wert ist, er sie benutzen kann.
Bergmoos. Was bringt mir Bergmoos? Lebensenergiebonus. Alles klar. Brauche ich nicht. Aber Rabenkraut wäre was Cooles. Oh nein. Oh nein, Mist. Was ist denn? Höllenpilze. Brauche ich jetzt auch nicht mehr so dringend. Ich bin voll abgehoben, ne? Oh nein. Lester. Nein. Lester, danke. Oh, Lester hängt ja auch. Schade, dass die keine Krallen zumindest geben. Ach, Lester. Muss ich mich halt heilen. Ah ne, das war... Oh, falsch. Ist jetzt ganz unten, ne? Gut. Komm, Lester, Schwester. Atz. Lester, hau einfach drauf. Wir schaffen das gemeinsam. Lester? Ah ja, gute Entscheidung. Nein, ich habe ihn getroffen. Schon wieder ihn getroffen. Und Abfahrt. Der kostet keine Mana mehr. Danke. Das war gut. Mana. Mana, Mana. Babi, bididi. Mana, Mana. Okay. Ich höre was fliegen. Ich sehe was fliegen. Danke, Lester. Zieh die blöde Waffe wieder raus. Komm her. Haut drauf, danke. Ah ne, egal. Ich gönne mir zwei Tränke. Und bisschen Heilung. Gibt's hier irgendwas zu holen? Nö. Warte. Ich nehme mir jetzt Eismagie, dann friere ich die Viecher wenigstens ein. Okay. Toll, hier ist niemand. Dankeschön. Bin umsonst reingegangen. Hallo? Ich hätte gerne das Bier. Nimm halt nicht das Bier. Eine verwitterte Axt. Wow. Ein rostiges Schwert. Mhm. Und eine Handaxt. Oh. Ich kann das eine Bier nicht nehmen. Ich flipp aus. Doch so ein Lootgeil. Nein, nicht Lootgeil, sondern ein Lootgeil. Oh nein. Ich höre Monster kommen. Okay. Ach nö, Lester. Okay, Harpien kann man nicht einfrieren, habe ich verstanden. Ihr seid ein bisschen abgehoben. Aua. Was meinst du, Lester? Wie holen wir sie runter? Magie? Das
So. Tut weh, ne? Auch Lester zu zwicken. Oh. Meine Güte, diese Viecher sind aber auch laut. Ich werde mal ein bisschen leiser machen gerade, weil die Viecher so laut sind. Die machen das Geräusch, was sie machen sollten, aber... Oh ne, komm. Lass es sein. Gut. Ach nö, jetzt muss ich nochmal... Lester, versuch's nicht mehr. Und zapp. Zapp. Ach, nee.